Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 133 mit zwei besonderen Gästen. Doch bevor wir zu unseren Gästen kommen, erst ein Grüß Gott nach München zu Peter Seeberg. Hallo, Peter. Grüß dich, Robert. Schönen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt gehen wir in die Welt und grüßen erst nach Linz den Sepp. Hallo, Sepp, grüß dich. Hallo, grüß euch. Und in Saudi-Arabien den Professor Jürgen Schmidhuber. Hallo Jürgen. Guten Abend, Robert. Wie sagt man bei euch? Mahama sagt man, oder? Mahama heißt so viel wie Hallo. Die Leute hier sagen eher Mahaba, aber der Mahaba. Gute Wille zählt allein. Alles klar, alles klar. Sehr gut. Und das heißt so viel wie Willkommen, Hallo, es geht los. Ja. Sehr schön. Wir sitzen ja heute zusammen, weil wir heute über 25 Jahre LSTM sprechen wollen. Jürgen, du bist gerade in Saudi-Arabien, du lehrst dort in Saudi-Arabien. Ich würde am Anfang mal gerne wissen wollen von dir, was unterscheidet die heutigen Studenten von dem Studenten Sepp Hochreiter 1997? Damals waren die Studenten viel brillanter als heute. Ah, das freut. Das heißt, nur der Sepp oder alle? Ja, also vor allem der Sepp. Okay. Ja, vielen Dank. Was war die Brillanz vom Sepp? Also das war ja ein ganz wunderbarer Student, der nicht erst 1997 da aufgetaucht ist, sondern schon, ich glaube, Ende der 80er Jahre. Und eigentlich habe ja ich nicht den gefunden, das wäre schön gewesen, sondern der hat eher mich gefunden. Aber das muss er, glaube ich, selber mal erzählen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass der Sepp trotz seines erstaunlichen Werdegangs ein ganz toller Wissenschaftler ist. Sepp, so viel Lob, ein Brillant, ein Genie. Wie hast du den Jürgen kennengelernt damals? Ich habe es ja schon mal hier gesagt. Ich habe Informatik studiert an der TU in München. Bayern hat gestern übrigens gewonnen. Und das Informatikstudium hat mich gelangweilt. Also es war alles so uralte Sachen und so weiter, bis der entscheidende Moment kam. Und das war, wie ich Jürgen kennengelernt habe. Es hat vorher schon einen Kurs gegeben, es hat PDP geheißen, Parallel Distributed Processing. Aber dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Jürgen. Das war noch vor der Diplomarbeit. Und da war zum ersten Mal das Studium wieder spannend. Der Jürgen hat mich da komplett in eine neue Welt eingeführt, wo man selber was beitragen kann, wo man selber Ideen austesten kann. Und das waren diese neuronalen Netze. Das war unglaublich. Und das Erste, was ich bei Jürgen gemacht habe, das war Actor-Kritik. Das war eine ganz verreckte Situation. Ich war völlig fasziniert, wo man durch ein Netzwerk durchpropagiert und was unten rauströpfelt, das geht ins nächste Netzwerk rein. Geniale Idee. Und was ist jetzt, wenn man denkt an StarCraft, wo DeepMind gespielt hat mit AlphaStar oder Dota 2, wo OpenAI gespielt haben, die haben jetzt diese Sachen wieder aufgegriffen, trainieren mit rekurrenten Netzen, jetzt auch solche Agenten. Und das habe ich damals schon als ganz Kleiner beim Jürgen erfahren dürfen, es war toll. Wann habt ihr euch kennengelernt? Jürgen, du hast gesagt vor 97, also Anfang der 90er, Mitte der 90er? Nein, es war 80er eher. Okay. 80er. Es war 89, 88 vielleicht, irgend sowas im Dreh rum. Ich habe dann später die Diplomarbeit gemacht, aber vorher habe ich schon ein Praktikum gemacht, da habe ich schon die Welt kennengelernt. Jürgen, warum hast du damals diese Diplomarbeit, warum hast du die angenommen? Was hat dich daran interessiert, was der Sepp machte? Also damals, muss man sagen, damals gab es schon so erste neuronale Netzwerke. Genauer genommen gab es die schon in der moderneren Form seit den 1960er Jahren. Und dann hat sich aber im Laufe der 80er herausgestellt, dass die nicht so richtig gut funktionieren, wenn es tiefe Probleme geht. Also tiefe Probleme sind solche, wo man sich vielleicht irgendwas anhört oder irgendwas liest und dann muss man sich etwas merken, was vor langer Zeit gelesen wurde, um später einzuordnen können, was ist denn da los in diesem Satz, um was geht's denn da überhaupt? Also man muss sich Dinge aus der Vergangenheit merken
um richtig zu handeln in der Zukunft. Und man muss sich das oft für sehr lange Zeit merken. Und das konnten die alten Netzwerke nicht. Und ich wollte da unbedingt irgendwie was schaffen, was diese Probleme überwindet. Und dann haben wir alles Mögliche da versucht. Und ich habe auch eben versucht, ein paar Studenten da für diese Sorten von Arbeiten zu begeistern. Und der große Erfolg, der kam natürlich dann mit dem Sepp. Und dann hat der wirklich, wie er vorhin schon gesagt hat, in seinem fortgeschrittenen Praktikum schon ganz interessante Dinge implementiert und gemacht. Und in seiner Diplomarbeit, da ging es dann so richtig groß los. Vielleicht darf ich da eingreifen. In der Diplomarbeit habe ich nicht nur, was man jetzt kennt, mit dem LSTM angefangen, sondern da gab es ein anderes System, was auch faszinierend ist, was vielleicht jetzt nicht so bekannt ist, nämlich das Chunker-System, was der Jürgen erfunden hat, was jetzt vielleicht wieder aktuell werden kann. Vielleicht kann der Jürgen was dazu sagen, das weiß man gar nicht, was da war. Vor dem LSTM war noch das Chunker-System. Jürgen, magst du ergänzen? Ja, also das ist eine ganz simple, einfache Idee mit dem Chunker-System. Wenn man sich vorstellt, man liest irgendwelche Texte, viele von diesen Buchstaben, die man da liest, die kann man ja vorhersagen, wenn man so den Anfang des Wortes gelesen hat. Viele von den Wörtern kann man vorhersagen, wenn man den Anfang des Satzes gelesen hat. Und ganz allgemein kann so ein lernendes System, also zum Beispiel eins von diesen rekurrenten Netzwerken, die wir damals hatten, also insbesondere dieses Chunker-System, wie es da hieß, was der Sepp gerade erwähnt hat, das kann man dazu bringen, zu lernen, immer besser vorherzusagen, was als nächstes kommt. Und in dem Maße, wie man vorhersagen kann, was als nächstes kommt, muss man das, was als nächstes kommt, nicht speichern. Man kann die gesamte Geschichte eigentlich nur dadurch speichern und komprimieren, dass man sich nur die Dinge merkt, die man nicht vorhersagen konnte. Das sind die einzigen Dinge, die es wert sind, gemerkt zu werden, denn die anderen, die hat man ja schon gewusst, sonst hätte man sie nicht vorhersagen können. Und dann hatten wir eben so ein System aus verschiedenen rekurrenten neuronalen Netzwerken, welches gelernt hat, immer besser vorherzusagen. Und alles, was es nicht gut vorhersagen konnte, das ging dann rauf zum nächsten Netzwerk, welches dann seinerseits versucht hat, Regelmäßigkeit, Vorhersagbarkeiten zu entdecken, die es vorher noch nicht kannte. Und dann gab es auch noch so eine Art und Weise, wie man all diese Hierarchie, wie man diese gesamte Hierarchie, diese hierarchisch angeordneten Netzwerke kollabieren konnte in ein einzelnes Netzwerk. Heute nennt man das Netzwerke destillieren oder kollabieren in ein einzelnes Netzwerk, so dass es dann auf einmal etwas lösen konnte, was das originale Netzwerk überhaupt nicht lösen konnte. Das war so eine schöne Sache. Und dann, und der Sepp, der hat das ja auch ganz toll implementiert und analysiert und experimentell, aber dann hat er eben noch eine ganz andere Sache obendrauf gesetzt in seiner Diplomarbeit schon. Aber darf ich hier noch was sagen, was auch toll beim Chunker ist? Ihr könnt es euch auch allein unterhalten, wenn ihr wollt. Ja, nee, aber muss man sagen, weil später ist dieses Wort geprägt worden von dem Deep Learning mit den vielen Layern, diese Hierarchie, ja. Und ich habe mich gewundert, ja, das habe ich ja schon immer gemacht, das hat der Jürgen schon immer gesagt, dieses Chunker-System, alles, was die erste Stufe nicht vorher gesagt hat, ging in die zweite Stufe. Alles, was die zweite Stufe nicht vorher gesagt hat, ging in die nächste Stufe. Wir hatten diese Hierarchie von Netzwerken. Und wie das Deep Learning kam mit dieser verschiedenen Repräsentation, verschiedenen Levels of Abstractions, war das, was ich schon gekannt habe. Das war genau das Chunker-System mit verschiedener Hierarchie. Und für mich war das Deep Learning schon damals ganz normal. Peter? Chunker hatte ich noch nicht von gehört. Sehr interessant. Sepp, magst du uns vielleicht ein klein bisschen mitführen, jetzt nicht unbedingt in zu detaillierte Mathematik, die vielleicht zu weit gehen würde für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, aber so ein bisschen mitnehmen, kannst du dich noch erinnern, wie du an diese Problematik quasi rangegangen sind? Kannst du dir was, vielleicht das ein oder andere Bildliche, wo du wusstest, das ist das Problem und wie bist du das angegangen, das zu lösen? Erstmal wurden die ganzen Fragestellungen, Methoden, Toolbox mir von Jürgen gegeben. Der hat mich schon vorher eben da eingeführt und hat mir dann auch eben das Problem erklärt, dass diese rekurrenten Netze sich einfach nichts merken können, dass das, wenn was am Satzanfang steht und ich den Satz lese, ich am Ende vergessen habe, was am Anfang steht. Und da gab es halt diese Lösung des Chunker-Systems. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht.
ich, wenn jetzt bei Hand da was zusammenschraube, kann man mir so ein Netzwerk bauen, warum lernt das nicht? Und da bin ich auf das gekommen, was man jetzt kennt als das Vanishing Gradient Problem. Ich habe einfach, damals habe ich in C programmiert, das ist alles in Python, damals haben wir noch in C programmiert, habe da alles mit Printf auf dem Bildschirm oder in der Datei ausgegeben und habe mir dann angeschaut, wie sind die Ableitungen, wenn ich dieses Gewicht vom neuronalen Netz, diese synaptische Verbindung verändern möchte. Warum macht denn das Netzwerk nicht? Was ist denn da das Fehlersignal? Und habe dann gesehen, ups, das ist ja super klein, das ist ja ganz, ganz super klein, natürlich lernen sie es nicht. Und dann bin ich schon langsam da drauf gekommen, wo das Problem liegt. Aber es war einfach wirklich tief reingehen ins Netzwerk und sich die Zahlen ausgeben am Bildschirm. Jürgen, kann ich vielleicht fragen, ich kenne, wenn ich so sagen darf, keinen anderen Wissenschaftler, der wahrscheinlich so präzise die wissenschaftlichen Errungenschaften der ganzen Wissenschaftler weltweit darstellt wie du. Was würdest du sagen in der Timeline, in der Zeitlinie, was bis dahin schon in den 10, 20, 30, 40 Jahren vorher in Bezug auf den KI-Algorithmen gewesen ist und wo dann der LSTM reingekommen ist, welche Werte der dann quasi in diese Zeit dargestellt hat und immer noch tut? Ja, vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie überhaupt so ein künstliches neuronales Netzwerk funktioniert. Es ist ein wenig inspiriert vom Menschenhirn und da gibt's im Hirn so ungefähr 100 Milliarden kleine Prozessoren, die heißen Neurone und jedes ist verbunden mit ungefähr so 10.000 anderen Neuronen und das heißt, sie haben in ihrem Gehirn, ihr habt in eurem Gehirn ungefähr so 1 Million Milliarden Verbindungen und manche von diesen Neuronen, das sind so Eingabeneuronen, die sitzen zum Beispiel in der Kamera, also in den Augen oder im Ohr, in den Mikrofonen und die produzieren ständig so kleine Zahlen zwischen 0 und 1, könnte man sich vorstellen und die werden dann da weitergeleitet anhand von diesen Verbindungen und manche von diesen Neuronen, das sind so Ausgabeneuronen, die, wenn angeschaltet werden, dann bewegt sich zum Beispiel ein Fingermuskel oder eine Sprachmuskulatur und so und unser Leben besteht irgendwie darin, diese Eingaben, die von außen einströmen, um zu münzen in solche Ausgabesequenzen, die dann irgendwie dafür sorgen, dass unsere Probleme gelöst werden. Und jetzt hat jede von diesen Verbindungen so eine Stärke, die sagt, wie stark beeinflusst jenes Neuron hier drüben, jenes andere da drüben im nächsten Zeitschritt. Und diese Stärken, die sind zu Beginn ganz zufällig. Das heißt, der lernende Mechanismus, ein bisschen wie ein Baby, der hat überhaupt keine Ahnung von nichts und der weiß gar nichts. Aber durch Lernen anhand von vielen Trainingsbeispielen werden manche von diesen Verbindungen ein wenig stärker und andere werden schwächer. Und das führt dazu, dass das gesamte System auf einmal lernen kann, irgendwelche interessanten Dinge zu tun, so wie zum Beispiel ein Auto zu fahren oder Sprache zu erkennen oder zu übersetzen von einer Sprache in die andere oder Herzinfarkt. Vorhersagen und lauter solche Dinge. So, und angefangen hat das schon vor langer Zeit, vor 200 Jahren gab es in gewisser Weise schon die ersten neuronalen Netzwerke und zwar durch die Arbeiten von dem Gauss und von dem Legendre. Um 1800 rum hatten die so erste simple, heute würde man sie nennen lineare Netzwerke, die sind besser bekannt unter dem Namen lineare Regression. Da gibt's einfach so ein kleines Neuron, heute würde man sagen Neuron, der Gauss hat damals nicht Neuron dazu gesagt, sondern der hat einfach das verwendet mathematisch, aber Namen sind ja nur Schall und Rauch und das hat er, was er gemacht hat und der Legendre auch, das war einfach so diese Gewichte von so einem kleinen Neuron so zu adjustieren, dass sie besser Vorhersagen machen können, gegeben diese Trainingsdaten. Damals gab es auch ein super berühmtes Anwendungsbeispiel, da hat der Gauss ungefähr um 1800 Vorhersagen können aus Trainingsbeispielen, die ein Astronom von einem Asteroiden gesammelt hat, der dann aber hinter der Sonne verschwunden ist. Das war der Asteroid Ceres. Den hat man plötzlich nicht mehr gesehen und dann wollten alle wissen, wo kommt der wieder und wie können wir den wiederfinden. Und der Gauss, der hat sich diese Datenpunkte genommen und dann so einen Schätzer, so einen linearen Schätzer gebaut und der hat dann
sehr gut vorhersagen können anhand von diesen Trainingsdaten, die ungesehenen Testdaten, und der ist ungefähr genau dort aufgetaucht, wo er dann hätte auftauchen sollen nach dem Gauss. Das war, damals war er noch sehr jung, und das hat ihn eigentlich damals berühmt gemacht. Ja, und dann 150 Jahre später haben mehr und mehr Leute angefangen, über neuronale Netzwerke zu reden, und dann gab es so 1965 so einen großen Durchbruch in der Sowjetunion, in der Ukraine. Das war das erste Mal, dass jemand so richtig tiefe Netzwerke trainieren konnte, wo es also nicht nur eine Schicht mit adaptiven Gewichten gibt, sondern zwei oder drei oder fünf oder acht. Und solche tiefen Netzwerke, die das ist nicht schwierig, das zu sehen, die können viel mehr als so seichte Netzwerke, die nur eine Lage haben. Und kurz drauf, der Amari in Japan, der hatte dann auch schon tiefe Netzwerke, die hat er trainiert durch etwas, was heißt Stochastic Gradient Descent, also stochastischer Gradientenabstieg. Und da hat er einfach so eine Fehlerfunktion gehabt, die dann minimiert wurde, dadurch, dass manche von diesen Gewichten stärker wurden und andere schwächer. Und das war eigentlich so der Anfang vom tiefen Lernen damals, Mitte der 60er. Und über die Zeit hinweg haben dann Leute diese Dinge verbessert. Eine wichtige Geschichte noch gab es 1970, das war einer, der hieß so ähnlich wie der Sepp, der hieß Seppo Linnainmaa, und zwar in Finnland. Und der hat so eine Methode entwickelt, die heute als Backpropagation bekannt ist. Das ist so eine Methode, die besonders effizient dafür geeignet ist, diese Gewichte teilweise schwächer und teilweise stärker zu machen. Und zwar so, dass eben so ein Fehler auf der Ausgabeseite minimiert wird, ja. Und dann haben da viele Leute im Laufe der Zeit solche Netzwerke verwendet für alles Mögliche. Aber man muss sagen, damals waren ja die Computer noch so unwahrscheinlich langsam. Alle 5 Jahre werden die Computer 10-mal billiger. Das heißt also, in 30 Jahren werden sie 1 Million-mal billiger. Und 1970, das war ja vor ungefähr 50 Jahren, da waren sie noch ganz, ganz, ganz langsam. Aber dann in den 80ern, da haben dann immer mehr Wissenschaftler so Desktop-Computer gehabt, ja, mussten nicht mehr irgendwie extern auf PDP-Maschinen rechnen. Und dann hatten sie auf einmal so die Möglichkeit, da interessantere Netzwerke zu bauen, die dann schon ein bisschen mehr konnten. Und dann 20 Jahre nach dem Seppo Linnainmaa hat eben der Sepp Hochreiter, da dieses Vanishing Gradient Problem, also dieses Problem des verschwindenden Gradienten identifiziert. Der hat sich das genau angesehen, und dann hat er gemerkt, in seiner Diplomarbeit, wo er eigentlich andere Sachen machen hätte sollen, da hat er das mathematisch analysiert und hat gesehen, in den typischen neuronalen Netzwerken, da verschwindet dieser Fehler, wenn man ihn nach hinten propagiert mit diesem Backpropagation-Algorithmus, der verschwindet exponentiell rasch. Das heißt also, je tiefer das Netzwerk, desto schneller verschwinden diese Fehler, und man kann überhaupt nichts vernünftig lernen. Und das war eigentlich das Wesen dieses Problems, das auch heute noch, zumindest von mir, gerne das fundamentale Deep Learning Problem genannt wird. Und das war zum ersten Mal eben analysiert in der Diplomarbeit vom Sepp, die dann aber auch schon Ansätze hatte für die Lösung dieses Problems. Habt ihr euch eigentlich damals Gedanken gemacht, was man damit am Ende des Tages auch tun kann, Sepp? Du meinst das mit LSTM, ja, speziell? Ja, ja, ich habe indirekt für die Publikation, welche Probleme kann man angreifen, um zu zeigen, dass dieses Ding auch funktioniert. Man hat es ja gesehen, bei so einfachsten Toy-Beispielen, bei einfachsten Spielereien hat es funktioniert. Aber da waren wir noch weit, weit weg von dem, was man jetzt machen kann. Sowohl die Rechenkapazität war nicht da, aber auch die Daten waren nicht da. Und man hat anders publiziert, man ist auf den Grund des Problems gegangen. Und wir haben dann so einfache Probleme gehabt, wie Latch-Probleme. Nur sich ein Bit merken, oder die Reber-Grammar hat es geheißen, was eine einfache Grammatik ist, wo man sich was merken muss, um die Grammatik korrekt vorherzusagen, sprich, ob es dringend zur Grammatik gehört oder nicht. Also es waren einfachste Beispiele, aber es war jetzt nicht Sprachverarbeitung, es war nicht Text analysieren, es war nicht Übersetzung, da waren die Daten nicht da und da waren die Computer nicht da. Da war, Jürgen wird es besser wissen, die Rechenpower wesentlich geringer
wie man sie jetzt hat. Jürgen, hattest du damals schon eine Idee? Du schaust ja immer 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft. Hast du damals gesagt, naja, was der Sepp da erfunden hat in seiner Diplomarbeit, das wird mal ganz groß werden. Damit können wir das und das tun. Also war schon relativ früh klar, dass das viele Dinge kann, die man so traditionell nicht machen kann. Aber ich schaue also nicht nur gern 10 oder 20 Jahre in die Zukunft, sondern in den 1970ern habe ich so ein bisschen bis ans Ende meines Lebens geschaut und da wurde mir klar, also was ich erreichen möchte in diesem kurzen Leben, das ist, ich möchte eine Maschine bauen, die lernt viel klüger zu sein, als ich selbst es je sein könnte. Die lernt ein viel besserer Wissenschaftler zu sein, als ich es selbst je sein könnte. Und die kann dann all die Probleme lösen, die ich selbst nicht lösen kann. Und auf diese Weise hätte ich also mein bisschen, winziges bisschen Kreativität ins Unermessliche vervielfältigt. Und ich bin ja nach wie vor noch nicht ganz tot und noch unterwegs da, um weiterzumachen. Und ich hoffe nach wie vor, dass noch zu meinen Lebzeiten dieses wahrhaft alles überstrahlende Problem, zumindest aus meiner Sicht alles andere überstrahlende Problem, dass das gelöst werden wird. Und wenn es mal gelöst wird, dann wird sich alles ändern. Und jetzt speziell aber bei dem LSTM, was ja so ein überwachtes Lernverfahren ist, welches man dann später wirklich massiv verwenden konnte, nachdem die Rechner schnell genug waren für Sprachverarbeitungen so. Zumindest war es damals klar, dass man alle 5 Jahre ungefähr 10-mal mehr machen kann damit. Und ich hatte dann wirklich so eine Reihe von weiteren Studenten, die tolle Sachen gemacht haben und ihre eigenen Ideen eingebracht haben, so dass dann also wirklich im Laufe der Zeit plötzlich Dinge möglich wurden, nur aufgrund der schnelleren Rechner und ein paar kleineren Verbesserungen, die also zunächst unmöglich schienen. Aber auf jeden Fall war es klar, man muss in dieser Richtung weiterarbeiten. Und ich habe mich dann immer bemüht, so Forschungsgesuche in diese Richtung einzureichen. Und dann hatte ich gerade vom Schweizer Nationalfonds wirklich auch so die Gelegenheit, eine lange Serie von so Grants zu bekommen, gerade zu diesem LSTM und noch ein paar anderen Sachen, aber viel davon hat wirklich fokussiert auf das LSTM. Und dann ungefähr 2006 waren die Rechner dann so schnell, dass man erstmals vernünftig Sprachverarbeitung machen konnte. Da war dann so ein Student aus Schottland, der Alex Gray, ist auch ein sehr guter Mann, der war dann da zugange und hat so eine Trainingsmethode für das LSTM entwickelt in meinem Schweizer Labor, welche sich sehr gut eignet für diese Sprachverarbeitung und ähnliche Dinge. Und dann 2009, da haben wir dann zum ersten Mal wirklich Wettbewerbe gewonnen. Das war das erste Mal, dass so ein rekurrentes neuronales Netzwerk wirklich was gewonnen hat und diese ganzen anderen Konkurrenzverfahren aus dem Feld gedrängt hat. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, also ungefähr bis 2015 oder so, spätestens dann haben es die großen Firmen alle gemerkt, wie gut das ist. Und 2015 war es ja dann wirklich schon auf 2 Milliarden Android-Telefonen, weil Google gemerkt hat, dass seine Sprachverarbeitung damit viel, viel besser wird als das, was sie vorher hatten. Sepp, deine Diplomarbeit war ja 1991, weiß ich, ob du das genau weißt, Untersuchungen zu dynamischen neuronalen Netzen, wenn es in Wikipedia richtig steht. Dann hat es aber gedauert, bis wann habt ihr gemeinsam eben 25 Jahre zurück, 1997, habt ihr gemeinsam, Jürgen und Sepp, in der Dezember-Issue, glaube ich, von Neural Computation, Long Shorter Memory. Jürgen, du hast es gerade schon gesagt, das hat aber noch verschiedene Jahre gedauert. Und wir kommen gleich nochmal auf die sehr großen Beispiele. Und wir haben auch schon gelernt, warum es dann ab und zu auch länger gedauert hat. Aber war die fehlende Rechenleistung oder umgekehrt die Rechenleistung, die immer stärker wurde, war das ein Grund, warum es dann trotzdem noch 10, 15 Jahre gedauert hat? Oder gab es auch andere Gründe? Ich meine, haben die Kollegen aus den Staaten anderswoher vielleicht auch weniger Interesse gehabt? Oder was war genau da los, dass es wirklich noch 15 Jahre gedauert hat, bis die Kollegen letztendlich verstanden haben, worum es da geht? Vielleicht fange ich an, Jürgen ergänzt dann. Das Erste, was war nach der Diplomarbeit, Jürgen ist nach Amerika gegangen. Ich habe kurz bei einer deutschen Firma gearbeitet, bin dann wieder an die Uni zurück. Wo hast du gearbeitet? Die Firma heißt Allianz, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach so, ah, okay. Und es macht so Versicherungen. Okay. Und bist du noch Allianz versichert? Wieder.
Und wie Jürgen zurückkam, gab es für mich die Möglichkeit, ohne Jürgen ging es irgendwie nicht, dass ich wieder an der Uni anfange und da wirklich ein PhD mache. Dann haben wir erst was gemacht, bin dann mit der Idee zum Jürgen gekommen. Das hat Flat Minimum Search geheißen oder heißt, das Paper heißt immer noch so. Und dann haben wir uns konzentriert, nochmal das aufzuarbeiten, was in der Diplomarbeit schon war. Und weil wir jetzt 25 Jahre sagen, wir haben ja vorher was anders gefeiert und das war vor 2 Jahren, wo man da sagen kann, 25 Jahre seit der ersten Ablehnung von LSTM. Also wie es mir zum ersten Mal eingereicht haben als Paper, das war bei der Flagship-Konferenz, das war die NeurIPS, damals hat es noch NIPS geheißen, Neural Information Processing Systems, wurde es abgelehnt, hat es keiner verstanden oder war die Zeit noch nicht reif. Wir hatten es aber schon vorher als Technical Report publiziert. Dann haben wir es irgendwann bei der NeurIPS, bei dieser Konferenz eben untergebracht und dann gleich danach eben als Journalpaper. Und die Journalpaper ist das Paper, das jetzt zitiert wurde. Und dann, Jürgen wird es dann ergänzen, auch danach hat es keiner gleich aufgegriffen und so weiter. Wir haben gewusst, es funktioniert. Ich bin dann in die andere Richtung gegangen, Bioinformatik. Aber Jürgen, hat er schon gesagt, hat da ein Projekt nach dem anderen auf dem LSTM gehabt. Und es hat immer funktioniert. Es war nicht so, dass es nicht funktioniert hat, dass was kaputt war. Aber es hat seine Zeit gebraucht, bis die anderen das auch spitz bekommen haben und auch gemerkt haben, dass das funktioniert. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Jürgen mehr Einsichten, warum die anderen so lange brauchen, um sowas zu sehen. Also ich kann mir auch nicht erklären, warum so viele wichtige Wissenschaftler Schnarchzapfen waren. Also es war nicht nur das Computerproblem, glaubst du? Ich würde sagen, zum Beispiel, es gab auch solche, wie sagt man so, Platzhirsche oder so, das würde man heute sagen, wie Geoff Hinton und die sehr viel Einfluss gehabt haben, aber die haben sehr auf ihre eigenen Sachen geschaut, die haben sehr auf das geschaut, was sie selber propagieren wollten, haben sehr viel PR gemacht. Und da muss man sagen, waren die Amerikaner auch viel besser als wir Europäer. Wir Europäer sind immer so Duchsmäuschen-mäßig und die Amerikaner propagieren dann was. Die erzählen ja auch dann das, was erfunden haben, obwohl es schon seit Jahren gibt. Das ist immer wieder passiert. Und wir haben danach vielleicht zu wenig PR gemacht. Vielleicht ist das als Europäer die Art, da nicht zu viel zu sagen. Ich weiß es nicht. Jürgen, du bist ja viel unterwegs auch in der Welt. Ist das so? Machen wir zu wenig PR für unsere Erfindungen? Also da ist schon viel dran. Es ist ja auch so, wenn in Deutschland jemand eine Firma gründet, dann macht er erstmal seine Hausaufgaben und arbeitet und irgendwann hat die Firma so ein Produkt und dann fängt er an, sich über Public Relations Gedanken zu machen. Und wenn in Amerika einer eine Firma gründet, dann hat er noch überhaupt nichts, aber er hat schon eine tolle Webseite und dann kommen ganz viele Investoren und auf diese Weise sind da die Amerikaner den Europäern schon oft davongelaufen. Ja. Aber es ist also klassisch eigentlich, die ganzen wichtigen Dinge im Bereich Computer und neuronale Netzwerke, also fast alle sind ja in Europa erfunden worden, nicht irgendwo in Amerika oder in China. Andererseits ist es aber so, die großen Firmen, die heute am meisten Geld verdienen mit KI, das sind die, die am pazifischen Rand in den beiden Supermächten sitzen, also Alibaba in China und Amazon in Amerika und Facebook in Amerika und Tencent in China und Google und Baidu und wie sie alle heißen. Also diese Firmen, die waren sehr viel besser darin, diese europäischen Erfindungen, wie zum Beispiel das World Wide Web, ja, das kommt ja auch aus der Schweiz, ne, wurde da 1990 fast gleichzeitig mit unserem Annus Mirabilis, wurde das WWW in der Schweiz von einem britischen Einwanderer geschaffen. Also all diese Erfindungen, die dann später zentral wurden für die Firmen wie Apple und Amazon und so weiter. Die Amerikaner haben viel besser verstanden, diese Dinge zu Geld zu machen als die Europäer, weil sie wahrscheinlich wirklich mehr von PR verstehen auch. Haben die euch mal angerufen, Jürgen und Sepp, weil die nochmal Hilfe brauchen bei LSTM? Ja, das LSTM, das war ja dann publiziert und da konnte man, da gab es dann auch viele, die angefangen haben, das in einer Form zu publizieren, so dass man es ohne weiteres gleich verwenden konnte als Code. Und ja, also alle großen Firmen haben schon angerufen und
ja, wir haben ja unsere eigene kleine Firma, die Firma Nascence, die dreht ihr eigenes Ding. Und insofern ist es dann nicht ganz so interessant für die Großen. Die Großen, die wollen oft Leute anheuern, damit sie dann weitere Leute durch den Ruf dieser Angeheuerten einwerben können. Und tja, mit den wenn es irgendwelche Gründe gibt, wie zum Beispiel eigene Firmen, die dem entgegenstehen, dann machen die schnell ihr eigenes Ding stattdessen. Peter, du wolltest was fragen? Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung bei eben so einer amerikanischen Firma Intel in dem Fall bestätigen. Habe auch 10 Jahre im Marketing dort gearbeitet und durfte aus den Händen von den Herrn Moore, der vom Mooreschen Gesetz einen Preis in Empfang nehmen. Es geht jetzt aber nicht um mich. Ich wollte noch ganz kurz zurückkommen. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Beispiele nehmen von dort, wo dann der Durchbruch kam. Das war nach meinem Verständnis zuerst bei den verschiedenen Competitions, vielleicht 1, 2, 3 Beispiele. Und dann kamen die Großfirmen, vielleicht auch dort noch der ein oder andere Anwendungsfall, gerne mit Zahlen im Sinne von wie viel pro Tag, pro Stunde, pro Millisekunde dann LSTM weltweit eingesetzt wird. Das, glaube ich, ist eine Frage für Jürgen, weil er hat die Competitions gewonnen. Die ersten interessanten Anwendungen, wo es dann richtig klar wurde, dass das mehr kann als andere frühere Verfahren, das war eigentlich so 2001 um den Dreh rum. Da war dann immer der Felix Geers, auch so ein Deutscher, der aber dann in meinem Schweizer Labor gearbeitet hat. Das war immer der erste Autor. Da konnte man zeigen, dass diese LSTMs so Sprachen lernen können, die man mit traditionellen Systemen, insbesondere mit sogenannten Hidden Markov-Modellen, nicht lernen konnte. Dann war das schon mal ziemlich interessant, aber immer noch sehr kleinmaßstäblich. Aber dann 2006, dann Sprachverwaltung, 2009 dann zum ersten Mal Wettbewerbe gewonnen durch LSTM. Und zwar war da der erste Autor immer der Alex Graves, so ein Student aus Schottland, der dann aufgebaut hat auf dem, was der Sepp und der Felix da vorher gemacht haben. Und der hat zum ersten Mal dann wirklich gute Sprachverarbeitung gehabt und vor allem bei Handschrifterkennung, was auch ein sehr schwieriges Problem ist, war es dann 2009 zum ersten Mal so, dass man da so Wettbewerbe gewinnen konnte. Da ging es darum, Sprachen zu erkennen, von denen wir keine Ahnung haben, also zum Beispiel Arabisch oder Farsi oder Französisch. Und in so einem Wettbewerb, wo es darum ging, Handschriften zu erkennen, da hat also ein LSTM wirklich all diese Wettbewerbe gewonnen, obwohl es in Konkurrenz stand mit irgendwelchen anderen Programmierern, die da alles Mögliche an linguistischem Wissen eingebaut hatten in ihre Systeme, während das LSTM einfach nur viele Trainingsbeispiele gesehen hat und dann gelernt hat, über die Zeit hinweg rauszukriegen, was bedeutet dieser arabische Satz oder dieser Satz in Farsi oder in Französisch. Tja, und dann sind viele sehr aufmerksam geworden. Ich glaube, dann wurden auch die ersten Firmen gegründet, die irgendwas mit LSTM machten, gerade für Handschrifterkennung und so. Und dann Spracherkennung ist ein bisschen aufwendiger von der Rechenzeit her. Da hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, aber dann war das auch wirklich gut. Und 2015 war dann so der große kommerzielle Durchbruch, könnte man sagen, weil dann zum ersten Mal so eine sehr, sehr große Firma, das war damals Google, das wirklich ausgerollt hat, die Sprachverarbeitung auf allen Android-Telefonen. Und kurz darauf war es auf den iPhones auch. Und heute gibt es noch viel mehr Telefone als damals und immer noch gibt es ganz viele Anwendungen auf den Telefonen, die durch LSTM laufen. Peter, wir haben ja auch sogar LSTM, jetzt haben wir ganz viel Consumer-Elektronik gehört, die großen, aber wir hatten ja, ich weiß nicht, vor, ich lüge jetzt mal, 60 Folgen, eine Folge zum Thema OEE-Optimierung und da war ja der Jörn Steinbeck, der ja auch einen LSTM eingesetzt haben für die Optimierung der OEE in der Fabrik. Ja, also auch in die Industrie dringt es voran. Ja. Ganz genau, es ging dabei um die Anomalieerkennung, soweit ich mich erinnere, genau.
Aber auch jetzt noch gibt es einige Anwendungen. Was ich vor kurzem gesehen habe, weil jemand gefragt hat, Sprachsynthese. Ja, da hat, und das Einzige, was man so gesehen hat, dass NVIDIA so ein tolles System anbietet. Und was ist es? Ist ein BLSTM. Man dachte jetzt inzwischen mit dieser neuen Technologie, die Transformer, das ist weniger auf dem Markt. Nee, es wird immer wieder noch verwendet, auch im Reinforcement Learning. Also es hat noch immer sehr, sehr viele Anwendungen. Wo siehst du da gerade Anwendungen? Ja, erstmal genau wie dort, also bei der Sprachsynthese ist schon mal das noch State of the Art, ist also noch das Beste, was es gibt. Bei den Reinforcement Learning, wenn man an Alpha Star und der Five, OpenAI 5 denkt, sind es große LSTM-Systeme. Und wo sie jetzt gerade wieder kommen, sind es bei Modellierung von physikalischen Systemen, wo jetzt sehr viele Graph-Neural-Networks sind. Aber wenn man dann über die Zeit geht und dann schaffen die nicht mehr alle Vergangenheit mitzunehmen, sondern müssen die Vergangenheit irgendwie komprimieren, irgendwie in solche Memory-Cells stecken. Und einige physikalische Systeme haben jetzt als Komponente zumindest ein LSTM drin. Oder zum Beispiel Jürgens Weltmodell. Jürgen hat ein großes Paper auch in Reinforcement Learning, wo man versucht, die Umgebung, die Welt zu modellieren. Und die haben auch ein LSTM verwendet über die Zeit und einen Autoencoder, um pro Zeitschritt die Umgebung kompakter zu kodieren. Jürgen, was ist die Haltwertzeit von so einem Algorithmus? Jetzt haben wir 25 Jahre. Der Sepp sagt, naja, haben wir ja schon Anfang der 90er Jahre. Geben wir ihm noch von mir aus 7 Jahre zu, 32 Jahre. Was ist denn die Haltwertbarzeit? Ja, also manche Papers werden im ersten Jahr am meisten zitiert und im zweiten nur noch halb so lang und im dritten nur noch halb so oft und so weiter. Und beim LSTM war es ganz unterschiedlich. Ja. Also dieses Paper von 1997, dessen 25 Jahre bestehen, hier gefeiert werden soll, das hat eigentlich erst so ungefähr 2000, ja, also in den 2010ern angefangen abzuheben. Und interessanterweise steigt die Zitatrate nach wie vor. Ja. Also selbst im letzten Jahr war sie noch höher als im Jahr zuvor und so weiter. Und meines Wissens ist es in der Tat das einzige Computer Science Paper des 20. Jahrhunderts, also das einzige Informatik Paper des ganzen Jahrhunderts, welches öfter als 10.000 Mal pro Jahr zitiert wird, nach wie vor. Und mal schauen, wo das noch hinführt. Also im Moment steigen die Zitate eher noch, als dass sie sinken. Trotz dem, was der Sepp erwähnt hat, da gibt es jetzt so Transformer, die oft in der Sprachverarbeitung, also nicht in der Sprachverarbeitung, sondern in der Übersetzung von einer Sprache zur anderen verwendet werden, die übrigens auch in vieler Hinsicht zurückgehen zu unserem mirakulösen Jahr, unserem Annus Mirabilis 1991, weil damals hatten wir auch so ein Verfahren, was heute linearer Transformer genannt wird, ja, also so eine Vorstufe von dem jetzigen Transformer. Und ganz allgemein gibt es also unglaublich viele Anwendungen. Der Sepp hat ein paar wenige genannt, aber es gibt ja wahnsinnig viele. Also 2017 vielleicht sehr bekannt war eben die Übersetzung von Facebook. Da gibt es so einen kleinen Knopf bei Facebook, drückt man drauf, kriegt man die Übersetzung von seinem spanischen Freund. Und das hat dann Facebook alleine jeden Tag 4 Milliarden Mal gemacht. In einer Woche, in 2 Tagen 8 Milliarden Mal. Wenn man das vergleicht mit dem erfolgreichsten YouTube-Video aller Zeiten, das hat auch ungefähr so 8 Milliarden Klicks, aber das hat 2 oder 3 Jahre gebraucht dafür, nicht 2 Tage. Das ist also sehr, sehr populär gewesen. Aber dann vor allem, was vielleicht am wichtigsten ist, im Gesundheitswesen. Ja? Also wenn man googelt nach Titeln von medizinischen Artikeln, die irgendwas Wichtiges machen, ja, zum Beispiel Lungenkrebs entdecken oder Diabetes entdecken oder histologische Bilder analysieren und so weiter. Da gibt's Tausende, die LSTM im Titel haben. Also nicht nur irgendwo drin als Werkzeug und im Abstract und im technischen Teil, sondern die haben es wirklich im Titel. Sind also ganz zentral in unwahrscheinlich vielen Anwendungen in der Medizin, auch bei der Covid-19 Detektion und bei der Covid-19-Klassifikation und bei der Covid-19-Vorhersage und bei der Proteinmodellierung und
bei der Blutglukosevorhersage und unglaublich viele Anwendungen in der Medizin. Also da kann man argumentieren, dass das etwas ist, was nicht nur das Leben deswegen einfacher macht, weil die Sprachverarbeitung weil das Handy einen plötzlich versteht, sondern da geht es wirklich um handfeste Gesundheitsvorsorge und wirklich um die Möglichkeit, Menschenleben länger und gesünder zu machen. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, dein Weltmodell. Welche Rolle spielt das in deinem Weltmodell? Ja, das Weltmodell, das ist so eine uralte Sache, auch von 30 Jahren, auch vom Annus Mirabilis. Das war das erste Mal, dass man da zwei so rekurrente Netzwerke gehabt hat. Das eine ist so ein Steuermechanismus, der steuert irgendeinen kleinen Roboter. Und der andere, der sagt eigentlich nur, der sieht, was der Steuermechanismus macht, also was das Steuernetzwerk macht. Das sieht irgendwelche Eingaben und es produziert Ausgaben, die Umgebung verändern können. Und am Anfang weiß man nicht, wie die Umgebung funktioniert, aber dieses zweite Netzwerk, das Modell der Welt, das Weltmodell, das lernt, wie ein kleines Baby vorherzusagen, was passiert, wenn der Steuerer das und das macht. Ne? Das sieht die Aktionen von dem Steuerer in seinen zeitlichen Kontext und dann lernt es vorherzusagen, was passiert als Konsequenz meiner Aktion, wenn ich das und das mache. Und dann kann man dieses Modell der Welt verwenden, um die Welt zu simulieren. Dann kann man so in die Zukunft planen, kann man tick, tick, tick das ein bisschen in die Zukunft laufen lassen und kann dann sagen, wenn ich jetzt diese Aktionssequenz in der Zukunft ausprobieren würde, dann käme so viel Belohnung raus am Ende, weil das Weltmodell das dann vorhersagt. Und wenn ich eine alternative Aktionssequenz ausführe, dann kriege ich nur so und so viel Belohnung. Ja, nehme ich lieber die erste, wo ich mehr kriege. Dann kann man also planen und man hat dann eben kleine lernende Agenten, die nicht nur überwacht lernen, wo nicht nur so ein Lehrer da ist, dem sie sklavisch folgen, sondern die entwerfen dann ihre eigenen Experimente, um rauszukriegen, wie die Welt funktioniert. Und dann gibt's eben so diese auch ganz simple Idee, dass man sagt, okay, wenn immer jetzt dieses Weltmodell noch nicht gut ist, ja, wenn es irgendwo Fehler macht bei der Vorhersage, dann gebe ich dem Steuermechanismus eine Belohnung, die ist proportional zu dem Fehler von diesem Weltmodell. Das heißt, der Steuerer, der will immer mehr, der versucht immer diese Belohnungen zu maximieren. Und dieser Steuerer, der will also dann dorthin gehen, wo das Weltmodell was lernen kann, was es noch nicht wusste. Und dann wird dieses Weltmodell immer gescheiter und der Steuerer, der kriegt so eine intrinsische Belohnung, so Eureka-Belohnungen könnte man sagen, die dazu führen, dass er motiviert ist, Experimente sich auszudenken, selbst erfundene Aufgaben sich auszudenken, die dazu führen, dass sein Horizont sich erweitert und dass das Weltmodell was lernt über die Welt, was es noch nicht wusste. Und das ist nach wie vor ein Riesenthema und ist im Laufe der letzten Jahrzehnte viel populärer geworden, als es damals vor 30 Jahren war. Dazu vielleicht, wir haben schon jetzt gehört, dass auch in dieser Competitions, Jürgen, du hast es erklärt, dass in der Zeit, wo das war, die quasi nicht gewonnen haben. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren hat man die symbolische Systeme, wie wir sie nennen, glaube ich, also regelbasierte Systeme. Dann kamen halt das Machine Learning, subsymbolisch. Wir haben schon von Sepp, der ja öfters bei uns ist, du hast es der grüne Hund genannt, Sepp. Und ist das jetzt mein Verständnis, dass ihr beide auf diesem Thema das wieder zusammenbringen vom Symbolischen und Subsymbolischen, dass das die Zukunft ist? Und dann noch vielleicht mal dazu, was wollt ihr beide damit machen? Ich glaube, vom Jürgen nochmal in Richtung, Jürgen will sich selber quasi ersetzen, im positiven Sinne, wenn ich das verstehe. Und Sepp, was ist dein größeres Ziel damit, das dann zu machen? Dann fange ich mal an. Wir haben gerade ein größeres Forschungsprojekt eingereicht in Österreich, wo sich die subsymbolischen Leute und die symbolischen Leute zusammengetan haben, um vielleicht noch was Besseres zu schaffen. Und es könnte eine Richtung sein, ich weiß nicht, in welche Richtung es wirklich geht, aber es könnte eine Richtung sein. Eine Idee, die mir immer vorschwebt, ist, dass es schon bestimmte Programme, Subroutinen gibt, Algorithmen, die man sich nur noch abspeichert und dann assoziativ ansteuert, sagt, in dem Bereich wäre vielleicht Sortieren gut, in dem Bereich wäre das zum Beweisen gut. Sieht man jetzt zum Beispiel auch bei diesen automatischen Beweissystemen, dass man diese neuronalen Netze, diese Intuition braucht, was für einen Satz beweise ich als nächstes,
wobei die Beweistechnik selber wieder symbolisch oder formal ist. Also da könnte ich mir vorstellen, dass was drinsteckt. Jürgen kann später noch was dazu sagen. Er hat nämlich tolle Arbeit gemacht, die auch keiner weiß oder keiner wenig wissen. Selbstreferenzielle Programme, Systeme, die immer bessere um bessere Subroutinen lernen und die wiederverwenden. Diese Richtung, die Jürgen auch schon ein bisschen angestoßen hat, in die Richtung schon gegangen ist, könnte ich mir vorstellen, dass man weitergehen kann, um beides, dieses formale Schließen, dieses logische Denken, dieses Planen, zusammen mit dieser Assoziation, mit dieser Intuition, mit dem Pattern Recognition zu verbinden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal ein Impuls kommen könnte, aber ich weiß es nicht. Also ich fand die Unterscheidung zwischen Symbolen und Subsymbolen immer sehr gekünstelt. Ich wusste nie so richtig, wo ist jetzt denn da die Grenze dazwischen. Und für mich waren diese neuronalen Netzwerke eigentlich nur so spezielle Sorten von Rechnern, von Computern. Und das Programm von diesen Rechnern, das ist eben die Gewichtsmatrix, also diese Verbindungen, wo die ganzen Zahlen, diese Stärken draufstehen, die ausdrücken, wie stark beeinflusst das Neuron an der Quelle der Verbindung, das andere Neuron am Zielort der Verbindung. Und diese Programmsicht der neuronalen Netzwerke, die führt dann irgendwie natürlich zu dieser Einsicht, will ich es mal nennen, dass es nicht klar ist, wo die Symbole anfangen und die Subsymbole aufhören. Und was passieren sollte, ist, dass so ein lernendes Netzwerk eben selbst rausfinden sollte, wann es günstiger ist, so eher symbolisch zu denken, ja, so eher in symbolischen Kategorien abstrakt zu denken und wann es besser ist, so reelle Zahlen, kontinuierliche Gedanken zu hegen, sozusagen diese Unterscheidung, die muss das Netzwerk selbst lernen und mein jetziges Team von Studenten in der Schweiz, aber auch hier jetzt in Arabien, die beschäftigen sich sehr mit dieser Geschichte, wie kann ein künstliches neuronales Netzwerk aus diesen Pixelströmen, aus diesen Videos und aus diesen Geräuscheingaben, wie kann es da hergehen und dann ohne seine neuronale Netznatur zu verlieren, diese abstrakten Konzepte extrahieren und wie kann es dann die verwenden, um seine Zukunft zu planen und zwar nicht dadurch, dass es so wie mein altes System von 1990 Millisekunde pro Millisekunde einen Schritt vorausplant, sondern so, dass es abstrakt über seine Zukunft nachdenkt, also so wie wir abstrakt über unsere Zukunft nachdenken, wenn die Aufgabe zum Beispiel ist, von Wien nach Berlin zu fliegen, denn was macht man, wenn man diesen Plan fasst? Man sagt, okay, da muss ich erst ins Taxi vielleicht einsteigen und zum Flughafen kommen, dort steige ich aus und dann muss ich da durch diese Gesichtskontrolle und dann muss ich da ins Flugzeug einsteigen und ein paar Stunden passiert nichts und dann steige ich wieder aus in Berlin. Und man denkt also überhaupt nicht daran, was man da in zu welcher Millisekunde welche Fingermuskeln bewegen wird. Nein, es geht um diese abstrakte Gestaltung der Zukunft durch effizientes und schnelles Nachdenken über die Zukunft, dadurch, dass man die Zukunft zergliedert in so Dinge, die zusammengehören, so dass man so die ganzen Details außer Acht lässt. Und ich glaube, wir verstehen immer besser, wie man sowas machen kann. Und zwar einfach nur dadurch, dass man diesem Netzwerk Anreize bietet, in dieser Form über sich selbst nachzudenken. Also ich glaube, in nicht so weiter Zukunft werden all diese kleinen Puzzlestückchen, die schon gar nicht schlecht funktionieren, auf ihren Platz fallen und es wird ein ganz simples, einfaches System entstehen, wo jeder dann im Rückblick sagen wird, ja, das ist ja wirklich so stinkeinfach, warum haben wir da nicht schon vor 30 Jahren genau dasselbe gedacht und haben es dann sofort so implementiert. Das erinnert mich selbst so ein bisschen an deinen Hopfield-Ansatz, mehr Semantik reinzubringen in das Ganze. Ja, das ist auch was, das ist eine Möglichkeit von dem, was Jürgen gemeint hat, ist ein neuronales Netz, aber es hat die Möglichkeit zur Abstraction. Und zwar, weil es hier verschiedene Fixpunkte gibt und ich gehe irgendwo rein, gehe aber wieder zum gleichen Fixpunkt. Und wenn ich mich da nicht mehr erinnern kann, wo ich herkomme,
habe ich es abstrahiert? Habe ich die einzelnen Pixelwerte, die im Bild waren, oder die einzelnen Wörter, die im Satz waren, habe ich vergessen, weil ich bin am gleichen Ziel angelangt. Und es ist eine Art der Abstraktion mit dem neuronalen Netz, wie es der Jürgen schon gesagt hat. Das kann auch ein neuronales Netz lernen, indem es Fixpunkte hat. Aber diese Abstraktion muss jetzt nichts mit dem zu tun haben, wie wir Menschen abstrahieren. Wir Menschen haben vielleicht Wörter, Objekte benannt und so weiter, die uns hilfreich sind. Das Netzwerk könnte auch andere abstrakte Konzepte, die uns ganz fremd sind, lernen. Aber Abstraktion wäre, verschiedene Inputs werden auf das Gleiche gemappt, bedeuten auf einem bestimmten Level das Gleiche für das Netzwerk. Und das können diese Hopfeld-Netzwerke. Drum finde ich sie gut, weil sie die unwichtigen Sachen wegschmeißen, zum Fixpunkt gehen und es zählt nur noch der Fixpunkt, der ein Konzept darstellt. Also das ist alles total richtig. Ich würde nur schnell einwerfen, der erste, der die Hopfield-Netzwerke hatte, das war 10 Jahre früher, 1972, eben der schon erwähnte Amari. Ja, das ist wirklich formal exakt dasselbe, wie der Hopfield dann 10 Jahre später formuliert hat. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, Jürgen, wir kommen in die Endrunde sozusagen. Du möchtest, hast dir in den 70er Jahren gedacht, ich möchte eine KI schaffen, die mich sozusagen am Ende entlastet, ersetzt, wie auch immer. Bist du ein Vertreter einer starken KI, so wie du sie propagierst, oder siehst du dich so in so einer, sagen wir, Zwischenrolle zwischen stark und schwach? Oder kannst du mit diesen Begriffen gar nichts anfangen? Ja, also ich habe nie diese Begriffe selbst verwendet, aber es ist klar, also ich habe als Ziel, so ein universelles Ding zu bauen, was in bestmöglicher Weise die Regelmäßigkeiten der Welt ausnutzt, um beliebig klug zu werden und sich selber weiterzuentwickeln, auch seine eigene Hardware weiterzuentwickeln und sich dabei natürlich auszudehnen, weil die einzige Art und Weise, wie man in diesem speziellen Universum mehr und größer werden kann, das ist eben dadurch, dass man weitere physikalische Ressourcen sich reinzieht, und es geht nur dadurch, dass man sich in den Weltraum ausdehnt und so. Aber insofern bin ich natürlich so ein Vertreter von dem, was manche starke KI nennen. Ich verwende diesen Ausdruck nie. Ja, weil für mich gibt es da nicht die offizielle Grenze zwischen diesen verschiedenen merkwürdigen Begriffen. Und stattdessen ist für mich wahre KI einfach das, was keine weiteren Anschubser von menschlicher Seite braucht, um größer und gigantischer und weltverändernder zu werden. Jetzt meldet sich sofort der Sepp. Ja, genau. Das war wirklich zu dem, was Jürgen sagt. Ich bin natürlich da voll seiner Meinung. Was ich immer ein bisschen kritisiere bei diesen Begriffen ist, diese starke KI ist immer definiert, dass die was kann, so wie der Mensch oder so besser ist als der Mensch. Aber immer diese menschlichen kognitiven Fähigkeiten werden hier ins Zentrum gerückt. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwelche Fähigkeiten, die wir als Menschen gar nicht so begreifen oder so wahrnehmen. Und das ist auch intelligent. Also diese Definition, alles über Menschen zu laufen, wenn die Maschinen selber eine Evolution haben, vielleicht gibt es dann auch Sachen, die wir gar nicht mehr als intelligent erkennen können, weil die über uns sind. Die letzte Frage gebührt dem Peter in dieser Runde. Ich habe keine letzte Frage mehr. Ich bin wünschlos glücklich, bin sehr stolz, dass wir euch beiden, lieber Sepp, lieber Jürgen, heute bei uns haben dürfen. Und ich möchte nochmal, ja, wirklich mein persönliches, herzliches Glückwunsch zu diesen 25 Jahre LSTM aussprechen. Ihr habt beide verschiedene Awards schon gewonnen. Ich werde sie jetzt hier nicht aufnennen. Eine aber, den habt ihr separat voneinander, den IEEE CIS Neural Networks Pioneer Award. Ich wünsche, dass ihr beide noch vielen wissenschaftlichen und sonstigen Preisen, Auszeichnungen bekommen werdet. Ich hoffe auch und ich glaube, dass Robert und ich jetzt mit unserem Podcast dazu beigetragen haben, dass ein viel breiteres Publikum versteht, was ihr ganz explizit in diesen letzten 25, also wir haben gehört, 35 Jahren für KI gemacht habt. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das nächste gemeinsame Projekt-Podcast in spätestens 25 Jahren. Genau. Und man muss sagen, nämlich die Industrie entdeckt es jetzt so langsam auch. Sie haben lange geschlafen, aber jetzt merken wir, so langsam geht auch was in der Industrie dabei in dem Thema. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank nach Linz an Sepp Hochreiter. Ja, klar, danke. Und schöne Grüße nach Saudi-Arabien an Jürgen Schmidhuber.
Herzliche Grüße zurück an alle und ich hoffe, Ihre Zuhörer werden eine Minimalinformation davontragen aus diesem Interview, die sie vielleicht vorher noch nicht so in sich trugen. Schönen Abend wünsche ich noch. Genau, und wer Fragen hat, der wendet sich einfach an Nathans, oder Jürgen? Nathans ist kein schlechter... Ist keine schlechte Adresse. Nathans ist eine vernünftige Adresse, genau. Sehr gut, alles klar. Vielen Dank, schöne Grüße. Grüße.